Moin. Noch eine Runde. X-Deviant. Deviant. Wie auch immer. Holen wir es uns. Reingrinden, was das Zeug hält. Mikrofon ist immer noch zu laut. Eskortieren. So vielleicht besser. Ja, so sieht besser aus. So geht's nur manchmal in den roten. Ah, okay. Okay, doch nicht so einfach. Haha. Wieder nix. Also mit niedrigem Level ist das echt schwierig, aufgrund dessen, dass die Waffen halt nichts können. Sturmgewehr. Das müssen wir frei spielen. Die AZ, ACR soll gut sein. Machen wir das. Man muss mit Gelassenheit sehen. Verhindere den Paketfortschritt der Gegner, Schattenteam. Feindliches Paket ist fast am Checkpoint. Halte es auf. Feindliche Kräfte haben einen weiteren Checkpoint gesichert. Ziel eliminiert. Oh Gott. Ich glaube, ich bin erst Level 2, also von daher ist das alles vollkommen cool, dass man hier hart gebastelt wird. Oh, von rechts, von links, von überall.
Beinahe in der Lieferzone. Barriere fertig. Uff. Die Feuerdrohne hat mich einfach weggeburzelt. Okay. 5 Minuten 16. Du gehst in die Offensive. Bring das Paket voran. Mal ein leichtes Maschinengewehr mit. Nehmen wir mit. Gucken, wie es wird. Gucken wir, wie es wird, wie es wird, wie es wird. Missionsstatus. Die Gegner haben letzte Runde die Lieferzone erreicht. Jetzt müssen sie ihre Zeit schlagen. Ich verstehe. Ich verschwinde. Mit einer Granate weggehauen. Ja, herrlich. Naja, was soll's, was soll's. Das ist so übel. Diese Brandmunition von diesem Typen. Einfach crazy. Das war ein anderer. Oh Gottes Willen. Ich bin so schlecht. Wechsle Magazin! Splittergranate!
Ja, das Game ist verloren. Das Game ist sowas von verloren. Status, deine Zeit läuft ab. Batteriefortschritt sinkt. Blendgranate geht raus. Ja, das war's. GG. Aber das Geflame ist hoch hier in diesem Spiel. Bin gespannt, welche Ausreden sich die Bürohengste dafür einfallen lassen. Das Geflame in diesem Game ist sehr, sehr hoch. Ich dachte schon, es hängt. Ist halt einfach momentan noch nichts, ne? Eins machen wir noch. Dann war es das mit diesem Video auch schon wieder. Erster Eindruck, auf jeden Fall sehr nice. Mal wieder was anderes. 6 gegen 6. Und vor allem free to play. Klar, wer mehr Zeit hat, gebe dir Deckung, kann mehr spielen. Aber das ist schon immer so gewesen. Und deswegen halt auch schneller leveln und seine Waffen leveln und so weiter und so fort. Aber Schmuck am Nachthemd. Eskortieren. Also, es wäre echt schade, wenn dem feindlichen Paket etwas zustoßen würde.
Patricia das Paket in die Lieferzone bringen will. Ja, wenn das Kind die Aufnahme platzt, crasht, nein, Spaß. Muss man mitleben. Und ich weiß, ihr könnt das auch. Super, hier knubbeln sie sich alle. Ist das schlecht. Ah. Das Spiel ist auch schon wieder gelaufen, sag ich euch, wie es ist. Multikill. Zweifacher. Ja, so gut. Was? Von hinten. Wie können die mich denn von hinten bekommen? Wo ist das restliche Team? Leute, was ist das? Game ist durch. Jawohl. Und wieder eine Klatsche. 4 Minuten 27, das schaffen wir doch niemals. Jetzt greifst du an. Befördere das Paket. Ich versuch's nochmal mit dem Sniper. Nimm aber die Bombe mit.
Guck mal, was bei rumkommt. Okay. Wirklich gut springen kann er nicht. Junge, 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 Junge. Schade. Befördere das Paket weiter. Die wissen, dass man das Ding eskortieren muss, indem man dran steht, oder? GG. 5, 4, 3, 2,
Das soll es dann auch gewesen sein für dieses, für diesen Kurzeindruck. Wer mehr davon sehen will, abends im Livestream. Auf meinem Twitch-Kanal. Selber Name wie mein YouTube-Kanal. In diesem Sinne, haut da rein. Viel Spaß beim Gucken. Viel Spaß beim Nachmachen. Und ja, schaut es euch selber an. Ein cooles Game. Und ja, bis dahin. Ciao.